Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren The Forest Video auf meinem Kanal. Heute erzähle ich euch, wo ihr das versteckte Labor finden könnt, in dem auch das Ende von The Forest spielt. Was ihr dazu benötigt und wie ihr am besten vorgeht, erfahrt ihr nach dem Intro. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich mich erstmal bei all den neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, und bei den Leuten bedanken, die meine letzten Videos so tatkräftig bewertet haben. Das fühlt sich nicht nur immer wieder gut an, sondern hilft auch meinem Kanal, größer zu werden und zu wachsen. Danke dafür. Des Weiteren, falls du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber gerne Videos über The Forest schaust oder Hilfe bei Gaming Guides und Location brauchst, dann lass doch gerne ein Abo da und vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren. So verpasst du keins meiner Videos. Okay, da kommt gerade ein Vogel angeflogen. Da würde ich sagen, fangen wir das Video mal an. Wo starten wir? Wir starten, wie beim modernen Bogen, es ist sogar die Hälfte des Wegs, ist der gleiche Weg wie beim modernen Bogen. Wir starten hier oberhalb des Sinklochs, an dieser Landbrücke, wie ich so gerne mal sage, und gehen hier hoch und hier befindet sich eine Höhle. Die habe ich jetzt irgendwie ausgeblendet. Auf jeden Fall zeige ich euch gleich. Diese Map, da mich immer wieder Leute fragen, was das für eine Map ist. Diese Map ist aus der Mod, die ich dafür habe. Ich spiele The Forest auf PC. Die gibt es auf PS4 zum Beispiel nicht. Auf der PS4 kommt ihr immer nur diese weiße Karte da. Ich benutze die nur, um euch das besser zu veranschaulichen. Und die hilft mir halt bei meinen Videos. Gut, was braucht ihr? Also es ist ein langer Weg. Ihr solltet euch auf jeden Fall Essen und Trinken einpacken. Rüstung, Schmerzmittel. Dann braucht ihr so Sachen wie die Kletteraxt, das Tauchergerät, die Leuchtpistole, das Katana. Dann braucht ihr Bomben, Molotow-Cocktails und Dynamit, Brandpfeile und vielleicht auch einen Speer, den man anzünden kann. Das wäre auch sehr gut. Dann braucht ihr Steine und Schädel. Wozu die sind, dazu komme ich später, das zeige ich euch im Video. Und ganz, ganz wichtig, ihr braucht die Schlüsselkarte. Und wo ihr diese Sachen findet, dazu habe ich zu jedem ein Video gemacht. Und die verlinke ich euch unten in der Info vom Video oder hier oben noch auf dem i, falls ich so viel auf dem i verlinken kann. Da würde ich sagen, gehen wir mal den Weg lang. Es ist halt ein etwas längerer Weg. Ich versuche so schnell wie möglich da durch zu rushen. Ich werde auch jetzt nicht jeden Gegner töten. Ich werde einfach vorbeilaufen. Wir laufen, wie gesagt, über die Landbrücke geradeaus und dann hier in die Cave rein, die da auftaucht. Genau, da rein. Falls ihr euch fragt, warum es bei mir so hell ist, wie gesagt, ich benutze eine Mod, um euch das zu zeigen. Deswegen ist es hier heller bei mir. Gut, dann geht's hier runter. Da fängt der ganze Spaß schon an. Wie beim modernen Bogen-Video kommen hier direkt NPCs. Die kann ich natürlich direkt killen, weil ich habe Instant-Kill an, um euch das besser zu zeigen. Dann boxt ihr euch, Alter, hier durch. Puh. Durch das Holz. Und dann kommen wir in den gleichen Raum, wie wir das schon beim modernen Bogen hatten. Passt gut auf euch auf. Das ist echt ein langer und schwieriger Weg. Vor allem, wenn ihr euch hier abseilt. Passt auf beim Abseilen. Geht nicht zu schnell nach hinten. Das sage ich immer wieder. Denn sonst schießt ihr so nach hinten. Und dann kann es sein, dass ihr einfach runterfällt. Und das ist, wenn ihr jetzt wie ich keinen Gottmod drin habt, dann werdet ihr direkt sterben. Man kann sich auch schneller abseilen, indem man die Laufen-Taste drückt. Und dann seht ihr, was passiert, wenn man dann unten immer noch die Renntaste gedrückt hält. Dann kackt ihr ab und seid direkt down. So, jetzt kommt schon der etwas kniffligere Teil des Videos. Nachdem wir da runtergerutscht sind, seht ihr hier eine Wand. Und dazu brauchen wir nämlich jetzt die Kletteraxt. Schnappen wir uns die Kletteraxt. Hier, so. Man könnte theoretisch jetzt auch rechts rüber gehen und dann auf den nächsten Vorsprung sich abseilen. Aber das lassen wir. Wir klettern direkt runter. Und dann auf die linke Seite. Und dann einmal E. Und ihr seid unten. Gut, dann gehen wir hier lang, hier lang, hier lang. Dann kann man sich wieder hier abseilen. Zack, und dann seid ihr unten. Genau hier, wo diese zwei Türen da liegen. Oder die eine Tür da. Dann spawnen hier wieder natürlich Gegner. Da laufe ich aber jetzt dran vorbei. Ihr könnt die Blatt machen oder ihr müsst die Blatt machen, sonst machen die euch Blatt. Dann geht's hier runter. Wieder durch eine Cave. Durch einen Cave-Eingang. Jetzt kommt, Leute, die das moderne Bogenvideo gesehen haben, wissen, dass man hier reinschauen kann und sieht genau da, wo wir hin müssen. Aber wir müssen dann hier runter. Und ich springe jetzt da runter. Ich kletter nicht da runter. Ich bekomme ja eh keinen Schaden. Zack. Dann sind wir hier unten.
Hier gibt es Möglichkeit zum Abspeichern und zum Schlafen. Das solltet ihr machen, falls ihr ein bisschen Schaden abbekommen habt. Aber ihr habt ja, wenn ihr meine Vorbereitung eingehalten habt, Schmerzmittel und sowas dabei. Und was zu essen. Wenn nicht, esst einfach die Kannibalen. Das geht auch. Gehen wir hier hoch. Immer geradeaus. So, bis wir auf eine Holzwand stoßen. Die machen wir wieder klein. Und dann kommen hier so Gegner. Zack. Und zack. Und dann kommen wir in die große Halle. Und in der großen Halle ist es ganz entscheidend, wenn da kommen wieder große Monster, zum Beispiel die Spinne hier. Und im modernen Bogen müssen wir hier in dem hinteren Bereich einfach tauchen. Das müssen wir jetzt aber nicht, denn wenn man hier rauskommt und in die große Halle, gehen wir einfach links rum, wo diese zwei Totems hier stehen und gehen dann hier zu dieser Holzwand. Diese Holzwand müssen wir kaputt machen. Dann die zwei Leute hier killen. Ja, und dann hier rüber schwimmen. Nicht tauchen. Also wir müssen nicht nach unten, wir müssen da hinten hin, wo diese Wand ist zum Wegspringen. Mach hinne, bitte, mach hinne. So, dann sind wir hier. So, nimm das. Oh, das liegt ziemlich nah. Genau, schön aufspringen. Katana wieder schnappen. Seht ihr da, entweder ihr könnt hier hoch oder ihr leckt euch so ein bisschen an der Seite hier hoch. Dann kommt der Gegner. Weg. Hier ist im hinteren Bereich noch einer. Und zwar hier. So. Da schaut ihr am besten, dass ihr irgendwo hier raufkommt und die mit Brandpfeilen schön bearbeitet. Denn die sterben echt schwer. Und schnappt euch am besten von denen die Rüstung. Gut, jetzt kommen wir hier zu diesem Tor. Und dieses Tor könnt ihr nur öffnen, indem ihr hier Steine drauflegt. Und das ist das Wichtigste, warum ihr Steine braucht. Dann gehen wir durch das Tor. Und hier liegen auch Schädel. Die könnt ihr auch aufsammeln. Wenn ihr halt noch nicht den großen Steinbeutel habt, ist das halt besser für euch. So, dann kommen wir nämlich zur nächsten Tür. Hier gibt es auch wieder Steine. Hier einfach die Steine drauflegen. So. Dann geht es hier geradeaus. Dann geht es hier über eine Steinbrücke, über eine ganz, ganz große Steinbrücke. Hier könnt ihr noch runter ins Wasser. Hier gibt es noch Sachen zu finden, die nicht so wichtig sind. Stöcke und sowas. So, dann immer geradeaus. Hier drunter durch und dann kommt der nächste Cave-Durchgang. Dann hier kommen wir zum letzten Tor und das hier, werdet ihr schon merken, ist dann außerhalb einer Cave. Dann legen wir hier die letzten Steine drauf. Dann öffnet sich das Tor und ihr seid im Sinkloch. Ja, genau hier kommen wir raus. Der hier müsst ihr aufpassen, hier gibt es so viele starke Gegner. Gehen wir hier rüber zum Helikopter-Frack. By the way, hier findet ihr auch die Machete. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob ich noch ein extra Video dazu machen soll. Aber das hat sich ja eigentlich erledigt, würde ich sagen. Dann gehen wir hier lang. So. Hab hier über das drüber. Hier die rennen halt auf euch zu. Müsst ihr aufpassen, einfach ignorieren. Einfach hier rüber ins Wasser. Rein ins Wasser. Und tauchen. Die gehen hier eh durch das Wasser, gehen die down. So, und dann durch das Loch tauchen. Mit der Taucherflasche. Ja, genau. Bei der Taucherflasche müsst ihr sowieso aufpassen. Immer schauen, dass ihr genug Sauerstoff dabei habt. Hier braucht ihr eigentlich nicht viel Sauerstoff. Der Weg ist super einfach zu finden. Immer geradeaus. Immer durch die Löcher tauchen. Genau. Falls ihr euch fragt, warum das bei mir hier so klar zu sehen ist, ich habe das ausgeschaltet, diesen Unterwasser-Blur. Damit ihr besser was seht und euch besser orientieren könnt. So, dann hier hoch und wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir da. Dann einfach hier an die Oberfläche tauchen. Boah, wunderbar. Mann, ist das hell. Mal schnell das Ding ausziehen. Top. Dann hier durch die ganz komischen Gänge hier. Ein bisschen vorbei. Dann kommen wir hier noch einmal zu Gegnern. Die sind mir aber relativ egal. Immer geradeaus weiter. Hier durch die Tropfsteinhöhle. Immer geradeaus. So, bis ihr da auf dieses Holzding da trefft. Oh, nicht zu schnell. Jetzt wäre ich selber da runtergefallen. Rechts kann man sich abseilen. Einfach dann, ich springe jetzt da runter, einfach abseilen. Und hier wieder mit der Kletteraxt dann schön hier hochklettern. Und damit eh einfach loslassen, genau. Aber ich habe mein Cave-Licht mal gerade ein bisschen runtergedreht. Das war mir ein bisschen zu hell. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Dann gehen wir hier runter. Immer dem Gang nach. So. Hier hoch. So, und dann kommen wir wieder in so einen Riesenraum. Und hier
hat man am Anfang ein bisschen Angst, sich zu verlaufen, aber es ist gar nicht schwer. Geht einfach rechts vorbei, Richtung Wasser, Richtung dieser großen Säule. Hier könnt ihr noch einmal speichern und schlafen. Bitte, bitte. Und dann geht ihr hier hoch. Und ihr solltet hier speichern. Es kann nämlich sein, dass ihr vielleicht einen Fehler macht oder so. Und irgendwo festbackt oder so. Und dann könnt ihr von da aus laden. Ist besser. Denn jetzt kommen wir hier. Sehen wir noch das Bild, das Timmy gemalt hat. Und genau hier geht's rein ins Labor. Und dazu braucht ihr die Schlüsselkarte. Und wie ihr die Schlüsselkarte findet, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch dann. Auf jeden Fall geht dann die Tür auf. Ja, und das ist der Eingang zum versteckten Labyrinth und dem Ende von The Forest. Es kommt auf jeden Fall noch ein Video zum Bossfight und zum Labor an sich und dem Ende von The Forest, aber damit warte ich noch ein bisschen. Ich will euch ja nicht direkt spoilern oder so. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner neuen Videos. Falls ihr Videovorschläge habt zu anderen Formaten oder sowas, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin für alles offen und würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von The Forest. Ciao, ciao.